Ja, Leute, da ist der FSX doch wirklich leider abgestürzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es noch passieren wird. Aber ja, wir sind jetzt trotzdem wieder hier an der Stelle, wo auch der FSX ungefähr abgestürzt ist. Und setzen jetzt den Anflug hier auf den Flughafen Santiago de Chile weiter fort. Flieger reduziert schon gut, deswegen fahren wir jetzt die Flaps auch schon mal eine Stufe aus. Wobei wir können sie sogar, ja, vielleicht sogar gleich bis Stufe 5 ausfahren. Ihr seht, der macht jetzt schon 190. Und jetzt haben wir gleich Temos erreicht. Da sollen wir auch laut der Chart Flight Level 70 oder above sein, deswegen sind wir auch gerade noch nicht tiefer. Aber Temos haben wir ja jetzt überflogen, deswegen geht es auch weiter runter. Ja, der Flieger ist eigentlich schon ungefähr genauso konfiguriert, größtenteils, wie es halt jetzt zum Zeitpunkt, wo der FSX abgestürzt ist, auch war. Da seht ihr, der Glide läuft da schon ein. Frequenz sollte hier auch drin sein, können wir mal gucken. Nav Radio, da ist die ILS drin. Wunderbar. So, kommen wir mal die Flaps gleich noch eine Stufe raus auf 5. Reduziert der 180, da vorne ist die Bahn, wir haben noch, steht jetzt irgendwo, da, 20 Meilen to go, das ist okay, brauchen noch nicht viel zu reduzieren, da soll er erstmal bei dem Speed bleiben. So, wir gehen jetzt auch von der Star runter auf den Standard ILS 17 Right. Bei SETPA verlassen wir auf 5000 Fuß, verlassen wir die 5000 Fuß, mit dem Glide Slope geht es dann runter. Deswegen lasst uns mal Folgendes machen. Wir nehmen VNAV raus, gehen auf Vertical Speed, geben ein bisschen mehr Vertical Speed, dass wir schön unter den Glide kommen, dass wir den bei SETPA dann haben. Dass wir nicht, ist jetzt, weil wir sind im Moment noch ziemlich auf der Höhe vom Glide. Und das will ich noch ein bisschen, dass wir unter den Glide kommen. So, Speed 180 können wir noch halten. Müssen wir nicht ganz so stark den Flieger abbremsen, die Bahn ist da vorne schon. So, wir können nochmal kurz Lights-Check machen, das passt alles. Sollte eigentlich alles soweit konfiguriert sein, hat es leider auch nicht. Die Sichtansicht dafür ist nicht gerade... Ich weiß nicht, so habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu landen, weil ich lande dann schon lieber, wenn ich den Stick noch so ein bisschen sehe. Ich könnte höchstens so... Wenn ich jetzt rauszoome, das können wir mal machen. Lasst uns mal, genau, wir landen mal mit HUD. So gut es halt geht. Probieren wir es einfach mal. Weiter rausholen kann ich nicht, also ich muss zurückgehen. So, gut, ich will mich aber jetzt nicht zu stark davon ablenken lassen. So, wir sind auf jeden Fall unterm Glide, das passt, dann lass uns jetzt mal APP armen, weil, genau, Lock haben wir jetzt nämlich schon, wir sind ja so gut die auf dem Straight-In-Approach. Ist das alles noch ein bisschen klein, muss ich kurz mal ranzoomen. Machen wir mal Speed Reducing 160, jetzt muss ich aber doch, das habe ich noch ganz vergessen, nochmal hier reingehen. Wir haben wieder, ich weiß nicht, was damals der Speed war. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch wieder 30 mit 100. 48, Final Approach. So, wir reduzieren 160, sind auf dem Glide established. Das ist natürlich, wenn ich in die Sicht zurückgehe, ist das hat wieder ganz anders. Na gut. Muss ich wieder so, dass wir das sehen. So. So, wobei wir haben ja die Speed und so alles da drin stehen. Dann brauche ich das gar nicht woanders zu gucken. So, man sieht die Bahn gar nicht, aber die ist ja, glaube ich, diesen Markierungen da so gesetzt, ne? So, wir sind im Descent. Komm, dann lass uns... Ja, wir haben noch 11 Meilen to go. Das ist so komisch mit dem HUD, wenn man einfach so gar nicht das so... die Bahn so sieht. Na egal, wir haben das HUD hier... Auf mal, manche von euch wollen ja auch mal, dass wir damit anfliegen. So, dann lass uns Final drehen. Final Approach Speed rein in 148 und übernehmen. 148, Flaps next step down. 2500, das Gear kommt jetzt auch gleich dazu. Autopilot schmeißen wir raus. I have control. So, jetzt fliegen wir damit an. Man sieht halt die Bahn so überhaupt nicht. Man sieht jetzt so ein bisschen die Papi hinter den Markierungen da. So, und Gear down. Flaps. Kommen auch voll raus. Ein bisschen tief komme ich gerade. Machen wir so komplett. Continue. Wieso hat er denn jetzt Minimums? Das müsste doch eigentlich Barrow Minimums da stehen. Na gut. So, was ich jetzt gar nicht gemacht habe, ist jetzt die Landing-Checklist hier.
Ja. Landing Gear, Speed Break Arm, Landing Checklist completed. So, ich glaube, wir haben einen leichten Offset. Ist halt ein Problem. Siehst du, die Bahn liegt halt jetzt genau hinter diesem Kursanzeiger unten. Das ist halt ein bisschen blöd so. Aber gut, passt alles. Jetzt sieht man sie wieder besser. Ich finde es, also ich weiß es nicht sicher, aber ich habe immer so das Gefühl, dass dieses Ding hier so anpeilt, wo die Bahn so ist. Und das, ich glaube, dieses minus 3 steht wahrscheinlich dafür irgendwie so ein minus 3 Gleitweg oder sowas, aber ganz genau kenne ich mich mit dem HUD auch nicht aus. 1000 to go. Checked. Runway straight ahead inside. Und wir sind gut established. Gears down. Speed break armed, auto brakes 2. Genau, wir verlassen, wie gesagt, dann nach links. Gut, woanders geht es ja auch nicht runter. Und im Bestfall über Uniform. So, dann kommen wir ein bisschen sehr tief gerade. Ja, zu viel gerade mal aufs Tablet geguckt, nochmal wegen der Ground Chart. Ich muss mich auf den Approach konzentrieren. Aber ich muss sagen, trotzdem, mich persönlich würde es hat schon stören. Ja, wir landen jetzt schon mal damit, aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie immer damit anzufliegen, weil da sieht man die Bahn gefühlt zu schlecht. Vor lauter anderen Informationen da. Wenn ich mal öfters damit anfliegt, geht das irgendwie, aber ich weiß nicht. Ich könnte es mir nicht so vorstellen. Werden ihm halt, werden einem natürlich jede Menge Informationen auch eingeblendet. Man muss halt nicht die ganze Zeit runter gucken. So, ich kann schön aus dem Fenster gucken. 200. Idle Power hat er. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Touchdown! Nose Gear dazu. Idle Reverses, Autobrakes arbeiten. Ja, ich gefühlt sind wir halt so von dieser Sichtposition so viel höher. Also ich glaube, da kommt Uniform. Dann lass uns mal bei 80 Knots, Autobrakes disengage, Manual Brakes. Reverses gehen back in, Speed Brakes rein. Und wir take Uniform. Wunderbar. Sehr schön. Da sind wir angekommen. Sicher, safe und richtig sanft eigentlich. Also die Landung hat echt gut geklappt. Auch mit dem Hatte. Am Ende war ich so ganz zufrieden. Ganz so kurz gesehen. Genau gesehen, wie so der Radio-Altimeter dann so dann runtergezählt hat. Aber guck, ich würde normalerweise würde ich aus dieser Ansicht landen. Wir waren gefühlt halt wie so voll weit von oben geschaut. So. Das Droplight war noch off. Gut. Dann rollen wir mal Stand 1-1. Weil halt, wie bereits erwähnt, der Flughafen ja mittlerweile ein bisschen anders aussieht halt als jetzt hier bei dem Add-on, weil halt einfach das halt schon ein bisschen älter ist und es da mittlerweile schon eine neuere Version gibt. Ja, sehe ich halt auch hier in der Chart, ist halt nochmal alles ein bisschen anders. Aber gut, wir rollen jetzt halt hier zu einem Stand. Das sind halt zum Beispiel, wo wir jetzt gerade hier hinrollen. Vorne ist halt auch schon wieder ein komplett neues Terminal gebaut und so. So, die Flaps können noch rein. Dann gucken wir uns gleich die Landung mal aus der nicht After-Landing-Perspektive an, sondern aus der Außenansicht nochmal an. So. Das nächste wäre nur Shutdown-Checklist. Gut. So, Text-Slide mal off. Blenden wir die nicht so. So, Stand 1-1. Docking System haben wir da auch. Mal gucken, ob das funktioniert. Sollte wahrscheinlich schon.
Ja, dann achten wir aufs Docking System. Scheint sogar ziemlich mit dem anderen übereinzustimmen, von dem anderen, von dem Typ da. So, Please Cut Engines machen wir jetzt nicht, weil wir jetzt uns die Sofortwiederholung nur angucken. Instant Replay. So, aber war das noch ein schöner Anflug jetzt hier. Okay, das war zu wenig Zeit gewählt. Nochmal 400 Sekunden. What the hell? Guck mal, wie ich die Nase hochgezogen habe. Kann sein, dass einfach echt so... Also hier, die waren auf jeden Fall halt nicht draußen, so das ist jetzt halt ein bisschen noch falsch konfiguriert von dem Status, wie das da war. Aber habe ich die Nase echt so extrem hochgezogen? Ist mir gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich so hoch gesessen habe. Upsa. Wahrscheinlich, weil ich so hoch gesessen habe. Wobei, hier ist das jetzt eigentlich ziemlich... Da ist ziemlich normal, ja. Das wird auch hier mit den Speedbrakes drin so konfiguriert, wie er da war beim Anflug. Schön von der Sonne angestrahlt. So, auf jeden Fall kamen wir da schön rein. Nach Santiago. Schön auf jeden Fall auf der Centerline alles. Schön ruhig der Flieger hier reingekommen. Da ist ja echt hell, so von... Und dann haben wir ihn schön hingesetzt. Nice. Nosekill kam schön dazu. Auf der Centerline exakt, in der Touchdown-Zone. Also, ich bin echt begeistert von der Landung. Die ist echt richtig gut geklappt, richtig gut geklappt. Richtig nice. Ich muss kurz mal ein paar Screenshots machen, die ich eventuell fürs Thumbnail nehmen will. Deswegen wundert euch nicht, wenn es kurz manchmal so ein bisschen langsamer wird. Und da hat er ordentlich gedampft hier. Mann, Mann, Mann. Nice. Nice, nice, nice. So. Das Ganze gibt uns jetzt nochmal zum Abschluss aus einer anderen Perspektive. Natürlich im schönen Left Engine View. Was natürlich mega cool aussieht beim Dreamliner mit der Tragfläche und dem dicken Triebwerk. Sieht auch wieder mega cool aus aus der Ansicht hier. Ultra realistisch irgendwie, das ist ultra geil. Schön die Tragfläche auch so wackelt da. Und hat Stau, da kommen die Speedbrakes ab. Alter, das sieht so nice aus einfach. Reverses. Und damit willkommen in Santiago. Ja Leute, das war's an der Stelle von unserem Flug hierher. Nach Santiago de Chile. Ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann hören wir uns bei einem meiner nächsten Flüge wieder. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein, euer Linegamer1. Ciao.